Wir könnten, liebe Schwestern und Brüder, diese ersten Verse aus dem Buch der Weisheit lesen wie eine Anleitung zum geistlichen Leben. Dieser Anfang ist da sehr geeignet zu und es scheint, dass die Väter ihn so verstanden haben, weil sie diese Verse sehr mögen. Sie sind ja konkret genug. Wir wollen uns daran erinnern, dass in den ältesten Sammlungen nicht ganz klar war, wohin das Buch der Weisheit gehört, in welche Sammlung, zum Alten oder zum Neuen Testament. Das ist das einzige Buch unseres Alten Testamentes, das in Griechisch geschrieben ist. Und wenn man hineinhört, versteht man es auch, weil man denkt, irgendwie ist von Christus die ganze Zeit die Rede, auch wenn er nicht mit Namen genannt wird. Viele nicht nur interessante, sondern bekannte Texte werden uns begegnen, die ihren tiefen Sitz in der Liturgie haben. Denken wir an den Weihnachtsvers als tiefes Schweigen, das all umfing. Obwohl natürlich nicht von der Weihnacht die Rede ist, sondern von der Nacht der Befreiung in Ägypten. Oder heute der letzte Vers unserer Lesung. Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis und er, der alles zusammenhält, kennt jeden Laut, der Introitus zum Pfingstfest. Was ist das Ermutigende, wenn wir diese Verse lesen wie eine Anleitung zum geistlichen Leben? Gott mit reinem Herzen zu suchen. Gott, der sich finden lässt, sagt dieses Buch. Und zwar von denen, die ihn nicht versuchen, und er zeigt sich denen, die ihm nicht misstrauen. Und dann wird es noch konkreter. Verkehrte Gedanken trennen von Gott. In eine Seele, die auf Böses sinnt, kehrt die Weisheit nicht ein, noch wohnt sie in einem Leib, der sich der Sünde hingibt. Die Weisheit ist menschenfreundlich, doch lässt sie die Reden des Lästerers nicht straflos. Denn Gott ist Zeuge der heimlichen Gedanken des Herzens. Das ist der Grund, weshalb die Väter unter geistlichem Leben zunächst auch und vor allem verstehen, über die Gedanken zu wachen, die sogenannten Logismoi, was es alles an Einflüsterungen gibt. Und den Geist in der ständigen Gegenwart Gottes zu halten, auch durch das beständige Gebet, durch die immer gleiche Wiederholung. Man kann nicht müde werden, es zu betonen, es ist nicht die Abwechslung, es ist nicht dies und jenes Nette, was Spiritualität hervorbringt, einzig und allein die Beständigkeit und das immer neue Einüben und die Wiederholung des Immergleichen. Och, ist das langweilig. Über die Gedanken zu wachen. Ich habe so viele Gedanken. Die Väter wären entsetzt, wenn sie uns heute zuhörten oder wenn sie uns mit dem Smartphone sehen, wie wir da permanent herumtippen und abgelenkt werden. Oder man muss auch nicht unbedingt, wir wollen uns gar nicht reinwaschen, ein Smartphone haben, um so viele Gedanken zu haben. Das geht ganz von selber. Wenn wir ein geistliches Leben führen wollen und den Rat des Buches der Weisheit ernst nehmen, liebe Schwestern und Brüder, dann sollten wir das ganz konkret verstehen. Gott mit reinem Herzen zu suchen und über die Gedanken zu wachen. Was schleicht sich wieder ein? Was wird mir da von woher wieder eingeflüstert? Und wir sehen oft das Ergebnis. Manchmal kann man am Ende des Tages erschrocken sein darüber, wenn man fahrig wird, ungeduldig, ungehalten. All das ist ein Zeichen dafür, nicht gründlich genug über die Gedanken gewacht zu haben und den Geist nicht in der Gegenwart Gottes zu halten. Aber es ist ein Trost in dem, womit unsere Lesung heute endet. Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis, erkennt jeden Laut. Deshalb ist es nie zu spät, den eigenen Geist zum Geist Christi zu erheben, dass er auch diesen manchmal so lahmen und müden und verführten Geist erfasst und wieder in die rechte Richtung bringt.